So, und hier bin ich auch wieder. Das heißt, diese drei Welten hier, die diese Unterwasserwelten würde ich das jetzt nicht nennen. Aber Welten, wo man hinschwimmen, hopsasam musste. Das haben wir alles hier jetzt erledigt. Jetzt fehlen uns sozusagen nur die Pyramiden. Ich sage mal, wir stürzen uns einfach in die erste. Genau. Aber, aber, wie gesagt, hier wird auch gleich von mir abgespeichert. Damit es, wo speichere ich das jetzt ab? Ich nehme jetzt einfach mal jetzt das erste von oben. Speichere hier ab. Wir merken uns, dass es eben das erste ist. Return to the game. So. Gucken nach oben, was hier so ist. Was ist das denn für ein... Was ist das? Hört ihr dieses Geräusch? Sind das neue Gegner? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war doch dazwischen. Was ist das? Nee, ich mach das jetzt nicht von neu. Ich möchte genau mit dem Leben, das ich hatte, hier bitteschön noch anfangen. Ja. So. Wartet. Moment, ich möchte hier nur was gucken. Okay. Das heißt, das nächste Leben bekommen wir bei 320.000 Punkten und 69 Drops. So. Ich möchte zuerst hier alles oben einsacken. Wieso? Ach, scheiße. Ich glaube, man darf die überhaupt nicht anfassen. Kann das sein? Nee. Ja. Egal, egal. Ich glaube, wisst ihr was? Okay, ich mache das mit dem Laden jetzt nicht mehr. Ich gucke mir einfach die Welt einfach bis zum Ende an. Wenn wir sterben sollten, sterben wir. Wenn nicht, dann nicht. Was ist hier unten? Tröpfchen. Ich halte schon meine Pistole bereit. Okay. Ist hier irgendwo... Ich schaue einfach nur, ob hier irgendwo ein Secret ist oder so. Nein, anscheinend nicht. Scheiße. Ich habe es falsch abgeschätzt. Dann macht ja nichts. Noch einmal. Wir gehen jetzt hier. So. Schieß noch einmal. So. Ja, ich bin jetzt hier total konzentriert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Welten als kleines Kind noch gespielt habe. Also, pff, irgendwas war da mit Pyramiden, aber... So. Was ist hier? Okay, die tun uns nichts, wie wir gesehen haben. Das sind freundliche Würmchen, die uns einfach folgen, weil die uns so lieb haben. Glaube ich. Okay, ein gelber Kristall. Wow, das war knapp. Oben? Nix. Okay. Scheiße. Ging aber. Was ist hier oben? Nee. Ach, Mann. Ja, zurück ist es ein bisschen kniffliger. Ja. Ich bin einfach... Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen spontaner. Komm. Ich springe einfach irgendwann. Komm. Jetzt hier nach unten. Wir holen uns einfach hier mal, wie gesagt, alles, was wir haben können. Naja, ich habe ja nämlich von einem weiteren LP gehört, dass uns diese
Zum Beispiel in der Unterwasserwelt diese freundlichen Fische, die einfach hinter uns dann her schwimmen, uns langsam machen. Kann das dann hier auch sein, dass diese Würmer dann auch so sind? Also, dass die uns irgendwie hindern, irgendwie, ich weiß auch nicht, schnell zu sein oder so? Kann das sein? Kann mir das irgendeiner beantworten? Scheiße, ich bin wieder gesprungen. Ich kann das nie abschätzen, wie hoch er springt. Oh, nix, Game Over. Wir haben ja abgespeichert. So tragisch ist das hier eigentlich nicht. Load. Genau. So. Und jetzt einfach weiter. So. Schieß mir mal. Genau. So. Da ich ja jetzt im Moment auch hier so ein bisschen wenig zu quatschen habe, will ich eins ansprechen. Und zwar haben mir schon mehrere Leute, naja, Kommentare geschrieben, betreffend, dass ich mit Bandicam hier das Ganze aufnehme. Ja, ich sollte hier nicht über technische Sachen reden, aber ich wollte das jetzt einfach mal gesagt haben. Ja, ich nehme mir das hier jetzt mit Bandicam auf, denn ich komme mit den 10 Minuten prima zurecht und das Wasserzeichen ist nun wirklich dezent und es stört nicht. Also es stört weder den Inhalt noch sonst etwas. Ja, außerdem finde ich es gut, dass die Leute sehen, dass man trotz so einer, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als Testversion bezeichnen kann. Wenn ja, dann okay, Testversion. Dass man auch mit so einer Version schöne LPs machen kann. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das dann bei Spielen ist, die dann eben etwas mehr an Grafikressourcen verlangen. Aber bei Keen finde ich es einfach klasse. So, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und jetzt widmen wir uns hier wieder mal Keen. Wartet, ich... Okay, gut. Was ist hier? Ich speichere hier ganz schnell ab. Bis dahin haben wir es jetzt ohne Tode. Tode? Ja, ich glaube. Tode. Tods wollte ich sagen. Nee, ohne Tode geschafft. Und ich glaube, der Schwerpunkt liegt einfach in den ganzen Pfeilen hier. Gibt es hier Secrets? Ich hüpfe hier einfach mal so ein bisschen. Sieht nicht danach aus, dass es hier etwas geben könnte, sollte, müsste. So. So. Sind wir hier unten gewesen? Nee, anscheinend nicht. Hier ist wieder ein Secret. Naja, nicht Secret. Also, das sind solche eben Türen, bei denen man nicht weiß, wohin es geht und ob man fällt oder nicht. Wartet mal. Ich guck schnell nach oben. Okay. Nein! Eigentlich wollte ich hier lang gucken. Ja, was hier so ist. Ja! Okay, wo war jetzt der gelbe Kristall? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Wo war der? Ein Stückchen weiter zurück, glaube ich, oder? Wir hüpfen jetzt mal hier hin. Es kam mir so sicher vor und dann kommt so ein Flatterviech. Nee, ich bin so ein Krabbenviech. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Das macht jetzt aber nichts, denn wir können hier ja laden. So. Yes, ich weiß, dass ich in einem Spiel bin. So. Jetzt hüpfen wir hier mal wieder. Also wir sind jetzt, glaube ich, ein Stückchen einfach weiter zurückgefallen. Wo war diese Tür für den gelben Kristall? Hier oben ist auch... Oh, da oben. Okay, das heißt, den Kristall, den ich hier mir so eingebildet habe, der scheint aus der letzten Welt zu sein. So. Diese Biere hole ich mir. Biere, Cola, Spezi. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wartet. Da. Da.
Okay, hier müsste... So, hier ist dann der Kristall. So. Wartet, ich möchte einfach sehen, wo uns eigentlich... Da ist ein Leben. Scheiße! Scheiße, Tornado! Oh. Gott, bist du heftig, Männchen, du. Wartet. Ich möchte unbedingt dieses Leben von dort. Scheiße. Wie kommen wir denn da hin? Wartet mal. Erstmal nachprüfen, ob hier keine weiteren Gegner sind. Wenn ja, dann sterbe ich vor Angst. Oh. Warte, na komm. Ah, okay. Jetzt weiß ich aber, wie ich hier hochkomme. Und zwar mit dem Pogo-Stick. Wartet. Ah, Mann. Oder? Pogo-Stick? Komm ich da so weit an? Komm bitte. Sei nicht so gemein zu mir. Komm. Oh mein Gott, ich schaffe es nicht bei mir, auf die Plattform zu springen. Oh mein Gott. Oh, was für ein Fail. Komm. Achso, die Plattform, die ist etwas niedriger. Wartet mal. Und das jetzt so mit Anlauf. Wo war das jetzt? Und wie komme ich da hin? Eventuell hier lang. Was ist hier oben? Ja, ich schieße den hier jetzt ein bisschen weiter nieder. Ich möchte wissen, wie man hier an dieses Leben rankommt. Über diese Plattform, denke ich, die ist ja am... Na, da, hier oben ist das Leben hier gewesen, ne? Hier oben. Wie kommt man da ran? Nee, für diesen Donut gehe ich da nicht hin. Ich bin nicht lebensmüde. Scheibenkleister. Wie komme ich denn da hin? Wartet. Wartet. Ich glaube, ich muss einfach nur den richtigen Absprung hier leisten. Hier. Jetzt. Und... Nee. Oder den richtigen Anlauf? Ich glaube, das ist einfach nur richtiges Timing, oder? Oder kann mir da bitte schon jemand weiter... Ah, nee. Komm. Ich pfeife jetzt drauf. Ja, ich... Ich habe das Leben ja dort gesehen. Ich wollte ja auch dahin, aber ich... Ich weiß nicht. Wie hätte man da denn da hinkommen können? Ob es da irgendwie so ein Secret-Plattform gegeben hat oder so? So. Kurz Stopp. Save Game. Das machen wir auf dem Platz 2. Genau. Return to the Game. Wow. Tröpfchen hier, Tröpfchen da. Was ist das für ein Pokémon? Bleibt es aber so? War das eigentlich gut oder böse? Oder beides? Es sieht böse aus. Wo ist es? Ich möchte es töten. Bist du hier? Ist es? Ist es jetzt hin? Was ist mit dir? Wo bist du?
Tschüss, Blümchen. So. Okay. Nee. Hüpf mir nicht so einfach so runter, Mann. Gut, wir haben jetzt zwei Hebel betätigt. Erst bin ich hier noch so ein bisschen interessiert, was hier so ist. Ich möchte alle Tröpfchen haben. Und lalala. Ding! Oh. Da müsste ich, hätte ich jetzt aber aufpassen müssen. Tröpfchen! Was ist hier eigentlich oben? Nix wissen. Hopp. Nochmal hopp. Gehen wir einfach mal hier lang. Oh. Okay. Rote Tür. Ich glaube, die hatten wir hier noch nicht, oder? Also, ich habe zumindest keine rote Tür hier gesehen. Da ist sie. Okay, hier haben wir angefangen. Okay, wartet mal. Das muss hier irgendwie aufgehen, ne? Okay. Na, geh runter. Brav. Okay, hier ging es nicht lang. Na, irgendwie müssen wir ja diese, entweder, ich glaube, die Schleuse öffnen oder... Das wird mir hier wieder kniffliger. Ich glaube, man merkt total, dass ich am Denken bin, oder? Okay. War hier nicht irgendwie... Genau. Ich schaue einfach, wohin uns... Wohin uns jetzt das führt? Ja. Standard, lalala. Ja. Return to the game.